Wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Runde Geogesser. Letzte Runde gab es nicht. Mit dabei deswegen der Tonic. Hallo. Und der Neon. Hallo. Toni durfte nicht mehr mitspielen. Der hat beschissen, haben wir gesagt. Deswegen nein. Wir nehmen diesmal Karten vom Arsch der Welt oder so, gell? Ja. Rein geht's. Okay, das ist nicht schwer, finde ich. Erster Gedanke ist für mich relativ offensichtlich, wo wir uns befinden. Wahrscheinlich liege ich damit falsch, aber das müsste eigentlich ja, ich hab auch eine Idee sein. Wo genau? Das müsste eigentlich in der Nähe von Taj Mahal sein. Der müsste doch hier bei... Ist der bei Delhi? Oder ist der im... Wahrscheinlich irgendeine Sehenswürdigkeit sein, die ich ist nicht kenne. Ist das... Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Also ich gehe von Taj Mahal aus. Der ist auf jeden Fall in Indien, das weiß ich. Ist der in Neu-Delhi? Ich glaube, der war in der Nähe von Neu-Delhi. Oder? Jetzt einfach mal wild reinraten, weil eine Chance habe ich eh nicht. Nee, ich weiß auch nicht, wo sie genau liegt. Da wird wahrscheinlich Kirin Erster sein. Ja. Der müsste in der Nähe von... Also ich habe eine Tendenz auf jeden Fall. Jetzt einfach nach da oben irgendwo. Naja. Ja. Ja. Okay. Doch gar nicht mal so schlecht. Algier. Naja, meins geht sogar. Accra. Es war auf jeden Fall in der Nähe von einem Fluss. Nicht nur, weil hier Wasser ist, sondern es war. Dafür, dass ich es gar nicht wusste und nur 280 Kilometer entfernt bin. Na, ich bin 123 Kilometer entfernt. Taj Mahal. Ich habe auch nur wild reingeraten. Also, ihr habt beide abgegeben? Ja. Also, mein erster Gedanke war eindeutig Taj Mahal. Ja. Keine Ahnung, wie das aussieht. War auch Taj Mahal. 122 Meter. Ärgerlich. Okay. Das Gute war für mich, ich wollte den in Seven Days to Die nachbauen, habe dementsprechend ein bisschen die Karte studieren müssen. Deswegen wusste ich, es war in der Nähe von Delhi. Neu-Delhi. Dann bin ich halt ein bisschen rangegangen, da kam mir, okay, der Fluss muss in der Nähe sein. Sonst hätte ich da auch nicht wirklich viele Chancen gehabt. Na toll, ich hasse solche Schriftzeichen. Wir sind irgendwo in Asien. Toll. Welche Schriftzeichen meint er denn? Akarenga. Akarenga. Okay. Ich glaube, du hast sie gefunden. Die Nicht-Buchstaben. Alles klar. Es ist halt nervig. Das kann halt alles in dem Gebiet sein. Und das Geile ist, wenn du direkt nebendran Citibank liest. Das ist halt sau gut. Mont Bell sagt mir nichts. Die Autos sind halt auch eher so ein bisschen älter. Haben wir hier irgendwie was stehen? Nein. Boah, das ist natürlich jetzt wieder fies. Wir haben auf jeden Fall Linksverkehr. Also ich hab gesetzt. Könnte wieder Japan ich mal sein. Wieder. Könnte Wenn die Karte Japan laden würde, wäre auch ganz gut. Haben wir hier irgendwas? Was uns irgendwie hilft. Boah, raten. Also wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit lassen, sonst ist die Folge zu kurz. Also die Zeichen, also für mich sind wir auf jeden Fall in Japan. Für mich sind die Zeichen immer Japan. Das ist einfach immer so. Und das ist relativ, es sieht relativ modern alles aus, also gehe ich einfach nach Tokio. Jetzt muss ich nur ganz kurz hier rüberziehen, einmal in Japan ranzoomen, dann Richtung Tokio gehen. Und einfach hier so mitten, nein, wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Ja. Nah dran mit Tokio, theoretisch. Sapporo. Also Japan, immerhin etwas. Ja. Aber wir waren alle so in etwa in einem Gebiet. Ja, stimmt schon. Aber ich war am nächsten, das ist das Wichtigste. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Oh. Das sieht wieder so mongolisch aus. Ich weiß nicht. Ja, klar. Wahrscheinlich sind wir einfach nur irgendwo in den... Ich will jetzt zwar nicht irgendwie sein. Liegt es am TS oder an dir? Liegt an mir. Welcome. Water. Ich kann das Schild da hinten lesen, aber da kann man nicht hinlaufen. Also ich muss jetzt wirklich weg, so. Ohne dass ich das irgendwie rauszögern kann oder so. Deswegen. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, dann ciao, ne? Tschö. Und tschüss.
Nur noch Tonic gegen mich. So sieht's jetzt aus, okay. User disconnected from your channel. Ich sehe das Ding halt auch, das Schild. Ja, es ist ein bisschen von einem Busch verdeckt. Das sieht nach Wallis aus. Kann das Sand oder Wales? Das ist das, wo ich lesen will. Ja, das meine ich auch. Aber wenn ich es richtig lese... Ich glaube, unten auch das Land zu lesen. Ja, ich auch. Wir können ja die Runde jetzt einfach mal so ein bisschen gemeinschaftlich abschließen. Wir sind eh nur noch zu zweit, wir haben Zeit. Ich würde Wales lesen. Ja, ich lese auch Wales. Irgendwie irgendwas. Ich Wales war, Hotel. Ich habe erst überlegt Wallis, ja, weil jetzt Schweiz, aber das Gebäude sieht für mich nicht wirklich schweizermäßig aus. Ich habe erst gesagt, das wäre asiatisch. Also nah dran auf jeden Fall. Wales, das müsste eigentlich. Ich sehe zu nichts von einer Stadt. Ich sehe nur Wales. Ist das hier oben nicht Wales? Ich sehe ein Starbucks-Schild. Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich. Wales liegt doch eigentlich. Was da ist? So. Ich blamiere mich jetzt gerade, weil ich Wales nicht direkt sehe. Ah, da habe ich's. Es war zu offensichtlich. Irgendwas Bergtechnisches. Das muss hier oder da sein. Du hast ausgewählt? Nee, du? Nee, ich noch nicht. Okay. Also, ich bin halt am Überlegen. Entweder ist es dann der Brecon Beacons National Park oder der Pembrokeshire Coast National Park. Aber es sieht für mich nicht nach Küste aus. Also werde ich einfach in die Nähe von Meteor Dithyr gehen. Keine Ahnung. Jetzt kann ich viel besser auf das Schild gucken. Welcome to Waterton. Waterton. Irgendwas Prince of Wales Hotel. Sowas. Das wohl bei dem Nationalpark sein. Oder irgendein Nationalpark sein. Also ich gehe an die Südseite dieses Parks. Da werde ich jetzt mal gucken. Bei dem Meteor Tüftil in der Nähe vom Teffen Kot Zimmer. Keine Ahnung. Ich frage gerade, ob ich nicht vielleicht sogar irgendwo den Namen sehen kann, wenn ich nah genug ransuche. Aber ich bezweifle es. Wie viel Zeit hast du denn bei dir noch? 41 Sekunden. Nicht mehr lang. Ja, ich rate jetzt einfach hier hin. Ja. Und wie gut hast du geraten? Überhaupt nicht gut. Wow. Bitte was? Okay. Ich glaube, da war mir etwas falsch. Aber da steht Waterton. Ja. Ja gut, also so viel dazu. Hat keiner gesehen. Ach, schon wieder solche Zeichen. Das ist doch Kacke. Police Station Tangal. Wie ist das da? Irgendwas mit Wales dran stand. Ja, hab ich auch gesehen. Also deswegen bin ich auch da hingegangen. Tangalle, toll. Das kann halt überall sein. Geht ja schon. Das könnte wieder Indien sein, oder? Richtig. Also ich habe erstmal Tangalle gelesen. Ja, ich auch. Sag mir nur nichts. Mir auch nicht. Ich tippe halt erstmal Richtung Indien. Pan Asia Bank. Steht da. Also ist halt so eine Sache. Hier irgendwas. Wenn man mit der Telefonnummer was anfangen könnte, könnte man anhand dessen zurückschließen, wo es sein kann. Ja. Denn. Samarinchi Travis. Es sind überall so viele Schilder. Da oben, das sieht man aber auch nicht gut. Gehen wir mal hier ein bisschen Medical Center. Toll. Ich habe auf jeden Fall schon mal Dr. Taramarant Mahanamar gefunden.
Jetzt Inklusive weiß ich, wo wir sind. Telefonnummer. Ja, also ich bleib bei Einfach mal bei Indien. Indien rumgucken, würde Ja, ich sagen. Indien ist auch mein Plan aktuell. Moment, was ist das? Das ist. Ich habe die Straße gefunden. Das ist Kadurupokuna Road. Ah, jetzt? Ja, jetzt weiß ich, wo Ja, wir ich sind. wusste, dass es dir hilft. Deswegen wollte ich es dir sagen. Nicht, dass du Wirklich? zu lange suchst. Sag mal, ist die Tangalle? Du siehst St. Galle. Ich hab eine Stadt gefunden. Es ist wirklich unten. Soll ich das sagen, wo wir uns Ist echt befinden? Indien? Es Ich sehe ist Sri Lanka. Telangana. Sri Lanka. Ja. Ja, aber das war mit Indien gar nicht so schlecht, muss ich dann Ja. sagen. Wirklich. Da gibt's hier Tangale und Tangale Beach im Süden. Süden. Tatsache, dann gehe ich mal nach Tangalle. Das soll hier irgendwo sein. Wir haben noch eine Minute etwas Zeit. Mal gucken, wie viele Punkte wir herausreißen können. Tangalle Road. Findest du die Straße? Das wäre halt was, gell? Die Kadoropukuna. Wohl näher ran. Na komm schon, Kara Podunga. Keine Ahnung. Nee. Nicht wirklich. Nee, ich werde jetzt einfach irgendwo da unten in Tangalle irgendwie platzieren. Keine Ahnung. Ja. Ich habe nämlich nur noch 30 Dann Sekunden Zeit. gebe ich auch mal ab. Mal gucken. Ja, okay. Verdammt. 777,8 Meter. Ich war genau doppelt so weit. Ach, Ärgerlich. stimmt, da war irgendwo eine Polizeistation da in der Nähe, ne? Irgendwo, naja. Ja, hättest du ja mal sehen können jetzt. Ja, Muslim ist beim Street. Ranzun, habe ich es gesehen. Krass. Okay, Okay, das wo war jetzt sind wir nicht denn wirklich jetzt? hilfreich. Okay. Gehen wir schon mal an, dass wir irgendwo in Europa sind. Mein erster Gedanke ist Instant England. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, doch nicht. Da ist eine finnische Fahne, aber dahinter ist die amerikanische. Ja, stimmt. Alle möglichen. Es kann auch gar nicht England sein. Das sieht nach Rechtsverkehr aus. Jetzt die Frage, ist das irgendwie. Das Lenkrad ist links vom Auto, so wie es aussieht. Nicht England sein. Was könnte das sein? Es sieht aber da. Sieht das an der Fin. Nee, das sieht aber nach einer englischen Flagge Oh aus. Gott, hier Das könnte steht auch irgendwas Island sein, oder? auf dem Auto steht was drauf. Nokavuta mit 2 A. Ja gut, das ist dann Island. Dann ist es doch die isländische Flagge. Also ich würde auf Island tippen. Da haben wir hier sonst keine Hinweise. Kriegen wir irgendeinen Straßennamen irgendwo zu erblicken? Ja, ist eine Flagge. Eine einzelne müsste Island sein. Die Frage, wo in Island? Ich würde halt immer erstmal nach Hauptstadt gehen, oder? Also mein erster Gedanke ist immer Hauptstadt. Ja, das Thema ist ja Ende der Welt, also wird es vielleicht irgendwo am Rand sein. Das kann auch sein. Ich hätte halt gerne hier irgendwo so einen Straßennamen. Da oben, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Straßentechnisch gehen wir in die Richtung von Turku, Abo, Hankou und Tempere. Okay. Falls du irgendwas in der Region da irgendwo siehst. Also, sieht nach Autobahn aus oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich leider nicht mit den Straßenschildern in Island aus. Die Autobahn 51 und 1. Ich habe die Autobahn 1 Die gefunden. eins habe ich auch.
Gut, dann irgendwie noch mit 51. Ah, Ich da fahre unten jetzt ist noch die 51. im Süden. Eher im Westen. Nee, also oberhalb von Reykjavik. Das ist eine 1 und eine 51. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann ist da noch in der Nähe theoretisch eine E12. Könnte irgendwo in der Jetzt. Nähe sein. Richtung Ich Tammerfors oder jetzt. Tampere. Könnte auch die 3 sein. Also die 51 ist schwarz auf gelb und dann haben wir die weiß auf rot, die 1 und 3. Also glaube ich, dass die 51 wahrscheinlich die Hauptstraße ist und dass es die Ausfahrt 3 ist oder sowas. Oder es ist eine Bundesstraße, das kann auch sein. Ich gehe jetzt einfach mal an die Kreuzung 1 und 51. Da bin ich jetzt auch hin. Ist auch eine kanadische Flagge, natürlich. Aber ich glaube, wir sind mit Island ganz gut. Ja. Wow. Alles klar. Es war Helsinki. Es war doch die finnische Flagge. Also ich meine, ich habe die finnische Flagge ja gesehen, aber ich habe danach noch die isländische gesehen, amerikanische gesehen. Ja, die kanadische war auch noch irgendwo. Wie ärgerlich. Knapper Sieg, da haben wir aber echt einmal richtig ärgerlich. Gut, Ja, das das war jetzt war so jetzt knapp. eine, das war jetzt eher so eine kleine spaßige Runde, deswegen war halt uns da der Neon halt verlassen hat mittendrin, da mussten wir halt wechseln. Das ist eine Schuld. Ja, eben, seine Schuld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Tschö. Tschüss.